glaube, ich war schon lange nicht mehr so gespannt, neue Produkte aus der Drogerie zu testen, wie für dieses Video. Denn ich habe, glaube ich, das erste Mal bewusst eine Judith Williams Limited Edition in der Drogerie gesehen und einige Produkte mitgenommen. Mal schauen, was wir hier so finden. Ich bin sehr gespannt. Einige Produkte kennt ihr schon. Das ein oder andere Produkt könnte ein Knaller werden oder vielleicht auch ein Flop. Schauen wir mal, was wird. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag von eurem kleinen, ich sehe ein bisschen aus wie ein Gigolo, ein kleiner Italiener am Strande von Brandenburg. Wow, gute Laune für 7:10 Uhr. Hi, ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin super gespannt, denn ich hole kurz aus. Vor einigen Wochen habe ich das hier gefunden. Das ist das Magic Wonder Eye Balsam von Judith Williams. Ich habe das als Augenprimer, als Concealer-Primer benutzt und liebe es seither, benutze ich jeden Tag in Kombination mit meinen Schemenskapseln. Habe ich euch jetzt, glaube ich, schon wirklich oft gesagt. Aber es gibt so viele Produkte, die meiner Meinung nach immer so ein bisschen unter dem Radar schwimmen. Gerade die dekorative Kosmetik von Judith Williams in der Drogerie. Und deswegen habe ich hier ein paar Produkte, die ich einfach nochmal testen möchte. Ich glaube, es wird sogar fast ein Full-Face Judith Williams. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Los geht's. Ich sehe noch ein bisschen müde aus, liegt aber einfach daran, weil ich noch gar nichts gemacht habe. Ich habe noch nicht mal Color Correction gemacht. So sehe ich aus, außer die Haare, wenn ich aus dem Bett falle. Wir starten direkt mit dem ersten und das ist das hier. Das ist das Hyaluronaktiv Aufpolsterung Glättung. Ein Wirkstoffelixier mit Feigenkaktusextrakt und Glycerin. Glycerin ist super gut für Feuchtigkeitsspeicherung in der Haut. Das gibt es auch noch mit Vitamin C. Hier ist aber noch AHA und PHA mit drin. Soll auch die Poren so ein bisschen verkleinern. Will ich jetzt nicht benutzen. Das habe ich die Tage schon benutzt. Hat mir sehr gut gefallen. Verpackung schlicht, elegant, klassisch. Du hast eine recht dickflüssige, wässrige Textur und die benutze ich einfach so ein bisschen als Toner, als Serum, um Feuchtigkeit in meine Haut zu bringen. Was ich festgestellt habe in den letzten Wochen ist, dass je mehr Feuchtigkeit ich vorher in meine Haut bringe, desto besser. Deswegen lasse ich das einmal kurz einziehen. Es zieht auch super, super schnell ein. Also da braucht ihr nicht jetzt 20 Minuten warten. Ihr könnt es mit so einem Thermalspray kombinieren, dann kriegt ihr noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit rein. Aber es hinterlässt auf der Haut auch gleich so ein. Ja, ich werde jetzt nicht sagen Glow, aber die Haut sieht einfach nicht mehr ganz so trocken aus. Ich gehe ein bisschen schneller durch, weil die Produkte habe ich euch schon gezeigt. Das Magic Wonder Eye Balsam. Es kommt in einer kleinen Tube. Es soll eigentlich so ein bisschen die Augenschatten ausgleichen. Ihr habt erstmal etwas Weißliches und sobald ihr das verblendet, platzen diese Pigmentpartikel auf und dann kriegt das so eine leichte Farbe. Es ist nicht unbedingt die richtige Farbe für alle. Das ist immer so ein bisschen schwierig mit Produkten in der Drogerie, die die Farbe ändern oder die nur in einer Farbe ankommen. Aber als Primer oder um so ein bisschen schon mal die Augenschatten zu kaschieren, ist das sehr, 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 sehr gut. Also ich glaube, man sieht schon direkt einen Unterschied. Ich habe natürlich sehr, sehr starke Augenringe, ne? Also da hilft sowas nicht. Beziehungsweise da ist die Möglichkeit begrenzt. Aber man kann es aufbauen, es pflegt sehr gut, es läuft nicht in die Fältchen und ich habe das Gefühl, dass die kleinen Fältchen unter den Augen so ein bisschen aufgepolstert werden. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Benutze ich, wie gesagt, aktuell jeden Tag in Kombination mit den Schemenskapseln. Die habe ich jetzt aber extra mal weggelassen, einfach weil die hier so nicht mit reingepasst haben. Man kann es gut ausblenden und es passt sich auch schon so ein bisschen an. Wie gesagt, wenn man davon nicht ausgeht, dass das ein Concealer-Ersatz sein soll, 10 von 10, ne? Einfach ein bisschen ausblenden und dann könnt ihr das Ganze kurz einziehen lassen. Die Feuchtigkeit dringt in die Haut ein und dann geht es weiter. Aber bevor wir damit weitermachen, eine ganz kleine Unterbrechung, denn ich habe nämlich noch eine wichtige Mitteilung für euch. Und zwar gibt es endlich wieder die Lookfantastic The Box und ich habe sie hier für diesen Monat und ich wollte es euch einfach mal schnell zeigen, weil hier viele Produkte drin sind, um die ich selber schon so ein bisschen rumgeschlichen bin, die ich gesehen habe, dann gedacht habe, ich traue mich vielleicht doch nicht. Und ich zeige es euch einfach, denn das ist ein richtig gutes Angebot. Aktuell könnt ihr nämlich die Lookfantastic Box in verschiedenen Modellen abonnieren und so bekommt ihr jeden Monat neue Beauty-Must-Haves für ein unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Box hat schon einen Wert über 100 € und ich zeige euch einfach mal, was drin ist. Mit den unglaublich großen Powder Puffs könnt ihr einfach unterwegs mal schnell rübergehen. Was ich total gerne mache, bevor ich das Haus verlasse, nehme ich den Powder Puff, gehe ganz leicht hier übers Puder, packe das dann in Klarsichtfolie und kann dann unterwegs nachträglich einfach nochmal mein Gesicht mattieren. Die sind unglaublich weich
und unglaublich groß. Und gerade zu dieser Mascara habe ich schon so viel gesehen. Ich habe bei ganz vielen Kollegen Kooperationen gesehen mit Sweet und dachte mir, okay, ich will das einmal ausprobieren. Aber die Mascara kostet schon über 25 € und damit habt ihr eigentlich schon den Wert der Box mit drin. Das ist die Pro Lash Lift Mascara von Sweet. Das Besondere hieran ist das Bürstchen. Es ist nämlich auf der einen Seite so ein bisschen flach und ihr könnt damit einfach rübergehen. Ich habe schon die erste Schicht drauf und die macht richtig schöne schwarze Wimpern und du kriegst jede einzelne damit erreicht. Ich weiß nämlich auch, warum die so gehypt wurde. Vielleicht kennt ihr Murad, aber Murad hat gerade ein Produkt, was total viral ist. Und das finde ich so schön an dieser Box, dass du wirklich trendende Produkte gleich im selben Monat auch noch mit nach Hause bekommst. Und wir haben hier das Environmental Shield, ein schnelles dunkle Flecken-Hyperpigmentierung Correcting Serum. Das ist eine weiche, gelige Textur, die du auf deine Pigmentflecken auftragen kannst. Und mit der Zeit werden die dann auch besser. Es ist eine ganz schöne, leichte Textur, zieht super ein und ist perfekt, um so ein bisschen Hyperpigmentierung zu bearbeiten. Des Weiteren haben wir von Philip Kingsley, die Marke kenne ich persönlich zum Beispiel noch gar nicht, einen Elasticizer Booster, einen Restoring Conditioner. Das heißt, wir haben auch was für die Haare mit dabei. Und gerade jetzt, ich bin nämlich in 2 Wochen bin ich unterwegs und da sind diese kleinen Probiergrößen immer super. Ihr wisst es, ich liebe Reisegrößen, einfach weil man damit natürlich mehr probieren kann und auch nicht so viele Verluste hat, wenn einem ein Produkt vielleicht mal nicht gefällt. Dann haben wir von This Works, ein Selbstbräuner, der explizit auch für die Beine entwickelt wurde, damit das Ganze noch ebenmäßiger und noch gleichmäßiger wird. Mein Favorit in der Box, ganz klar, ist von Avon die Quintessence Eau de Parfum, 10 Milliliter und das alleine kostet schon 33 €. Das ist ein so schönes Eau de Parfum. So frisch, so blumig und ganz leicht sommerlich. Nicht so, dass du denkst, puh, was ist das denn für ein Duft? Sondern er riecht sehr hochwertig. Es ist ein sehr hochwertiger, blumiger Duft, den ich mir wirklich perfekt für die kommende Jahreszeit vorstellen kann. Also ihr habt hier wirklich 6 spannende Beauty Essentials für ein unglaublich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ihr kriegt natürlich auch immer einen exklusiven Zugang zu Limited Editions. Also falls euch The Box von Lookfantastic interessiert, schaut gerne einmal unten in die Infobox. Dort schreibe ich euch alle Informationen unten hinein. Ich bin jetzt ein bisschen verunsichert. Ich habe einmal hier die Aqua Boost Foundation, die ist aus der Limited Edition. Die passt mir farblich leider nicht. Das ist immer ein bisschen das Problem, wenn es wirklich nur eine Farbe in der Drogerie gibt. Die oxidiert auch ein kleines Stück. Aber weil mir der Magic Eye Balsam so gut gefallen hat, dachte ich, probieren wir nochmal das hier. Das ist das Magic Wonder Balsam fürs Gesicht. Der Magic Wonder Balm passt sich dank mikrofeiner Pigmente perfekt an den eigenen Hautton an. Unebenheiten, Rötungen sowie Poren werden zart kaschiert und Feuchtigkeitsspende Hyaluronsäure hilft, Fältchen optisch aufzupolstern. Zudem schützt Lichtschutzfaktor 15 vor sonnenbedingter Hautalterung. Genieße dieses Beauty-Erlebnis, das dem Teint ein ebenmäßiges Finish zaubert. Hier sind 30 Milliliter drin, hier sind 10 Milliliter drin. Ihr seht es auch, es hat recht gut kaschiert. Es ist ein bisschen gelblich, ne? Also das muss man schon wissen. Und es passt. Farbton anpassend ist natürlich immer so ein bisschen begrenzt. Wir probieren es einfach mal aus. Sieht genauso aus wie das Eye Balsam. Ist ein bisschen dicker von der Textur her. Das wird wie so eine BB-Cream sein, ne? Ich bin ja nicht so die größte BB-Cream-Maus, nicht weil ich es mag, sondern weil ich einfach mich nie mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Wenn ihr gute BB-Creams kennt, dann schreibt mir doch gerne mal ein paar Empfehlungen in die Kommentare. Da bin ich super gespannt. Ich mache jetzt mal kurz eine halbe Seite. Einfach, dass wir sehen, wie das Ganze passt. Es macht keine Würstchen. Also ich sag mal so. Wunderschönes Finish. Die Haut sieht sehr natürlich aus. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich Foundation im Gesicht habe, sondern es ist einfach sehr gleichmäßig und alles so ein bisschen perfektioniert. Auch gerade im direkten Vergleich sieht man schon, dass es ein bisschen weich gezeichnet ist alles. Die Haut sieht recht strahlend aus. Hätte ich jetzt hier den Under Eye Balm noch nicht drauf, dann wäre der Kontrast, glaube ich, stärker. Aber es hat sich sehr, sehr schön verteilen lassen. Nochmal flink mit dem Schwamm ein. Ihr könnt mir ja mal, ich weiß ja, einige von euch haben mit der Marke natürlich auch schon deutlich mehr Erfahrung als ich, mir einfach mal eure Judith Williams Make-up-Favoriten oder auch Pflegefavoriten in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht finde ich da ja noch das ein oder andere Schätzchen, um mich ein bisschen mehr mit der Marke auseinanderzusetzen. Ich finde, seitdem die Marke in der Drogerie ist, selbst als eigene Marke, habe ich natürlich dadurch auch deutlich, deutlich mehr Produkte getestet. Aber es gibt ja einfach so viele Produkte. Das schaffe ich ja gar nicht, das alles jemals zu testen. Deswegen finde ich es immer so schön, wenn ich von euch einfach mal was höre. First Impression. Bei mir passt die Farbe jetzt sehr gut.
Mein Hals ist immer rot, da braucht man nicht drüber sprechen. Es ist ein sehr leichtes Ergebnis. Man könnte jetzt punktuell vielleicht oder hätte man vorher mit Concealer arbeiten können. Mir reicht das aber, ne? Also ich bin ja eh nicht mehr so die Full-Coverage-Maus. Ja, ist ganz süß. Ich glaube, den hatte ich hier schon mal. Das ist der Long-Lasting Concealer. Wasserfest, hohe Deckkraft, höchste Pigmentierung, Tragekomfort. Sehr großes Füßchen. Und den setzt. Oh, der sieht sehr deckend aus. Und damit kann ich jetzt nochmal so ein bisschen aufhellen an einigen Stellen. Ich möchte ja. Das ist immer das Spannende beim Make-up. Ich will ja nicht, dass es plakativ nur eine Ebene ist, sondern ich möchte mit Helligkeit und Dunkelheit verschiedene Ebenen im Gesicht erzielen. Und das kriege ich am besten hin mit hellen Produkten. Neben Schwamm, blende hier schon mal ein bisschen aus. Oh ja, die Deckkraft, die wird hoch sein. Den kann ich mir auch sehr, sehr gut als Lidschattenprimer vorstellen, weil er so dick konzentriert ist. Sehr deckend. Huiuiui. Also, da habe ich definitiv zu viel benutzt, hätte ich gar nicht so viel gebraucht. Aber damit kann ich gleich hier noch so ein bisschen über die Stirn gehen, um hier auch noch so einen kleinen Lichtpunkt zu erzeugen. Okay, die Deckkraft ist massiv. Das ist immer so spannend, ne? Wenn man so eine leichte Foundation hat eigentlich nur und dann so einen super deckenden Concealer. Gefällt mir sehr gut. Sehr, er sieht so ein bisschen feucht noch auf der Haut aus. Mal schauen, wie er sich verhält. Ich will ihn jetzt noch gar nicht sofort setten. Es gab ja diese Limited Edition, diese Sommer Limited Edition. Und da gibt es dieses Bronzing Goddess Produkt. Ich habe das bei ihr in einer Story gesehen, bei Judith Williams oder bei TikTok. Ich weiß es gar nicht. Da hat sie das benutzt. Das ist ein XL Bräunungspuder, verleiht einen sommerlichen gebräunten Teint und akzentuiert sanft die Gesichtskonturen. Die seidig leichte Textur verschmilzt mit der Haut und schenkt ihr eine natürlich schimmernde Bräune. Vitamin E, Jojobaöl besonders pflegend. Entdecke die Göttin in dir. Oh, da bin ich ja sehr gespannt. Letzte Woche waren wir, was waren wir da? Irgendein griechischer Gott aus dem Olivenölmeer. Ich probiere jetzt mal auf diese Base raufzugehen. Da ist Schimmer mit drin. Er fühlt sich aber sehr, sehr weich an. Er sieht recht warm aus, deswegen bin ich jetzt erstmal vorsichtig. Gehe hier ein bisschen rein. Es ist ja auch ein Bronzer und kein Contouring-Produkt. Und stempel jetzt hier erstmal ein bisschen gröber rüber. Oh ja, der ist pigmentiert. Sehr pigmentiert. Oh, der ist schön warm. Das ist ein richtiger Bronzer-Bronzer. Das ist nicht so ein Mischding. Ich finde, den Schimmer sieht man auch kaum. Er ist sehr warm. Ich habe jetzt auch noch keine Kontur mehr drauf. Deswegen wirkt er jetzt auch ein bisschen wärmer. Aber du siehst schon, schau mal, du siehst schon diesen sommerlichen Glow, ne? Sehr pigmentiert, Wahnsinn. Ich nehme jetzt mal kurz ein Grau, eine sehr, sehr dunkle Kontur. Einfach, damit ihr den Übergang seht, wie es aussehen kann. Um diesen Übergang hinzukriegen. Ich glaube, ich habe sogar schon fast zu viel benutzt. Ich will jetzt aber mal was anderes probieren. Ich fixiere einmal ganz kurz diese Seite hier, nur grob, und gehe jetzt nicht nochmal mit dem Pinsel rein und baue mir das Produkt auf für ein wirklich leichteres Ergebnis. Reicht ja auch schon völlig aus, ne? Also du musst es gar nicht so viel benutzen, wie ich es jetzt getan habe. Aber das sieht toll aus. Ist ein sehr sonnengebräunter Look. Ah, das will ich jetzt auch noch ausprobieren. Schon schön. Und dann kannst du grob nochmal überall rüber gehen. Und da siehst du halt aus, als wärst du gerade wirklich aus dem Urlaub gekommen. Ist ein sehr warmer Bronzer, gar keine Frage. Dieser Schimmer, den siehst du aber nicht. Also ich finde, er sieht hier im Aufblick deutlich intensiver aus als auf dem Gesicht. Auf dem Gesicht diffust er nur so ein bisschen das Licht. Also das ist eher, es ist kein Schimmerbronzer. Ich würde ihn eher als strahlend, macht nicht so viel Sinn, ne? Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es reflektiert einfach nur, die Haut sieht ein bisschen feuchter und ein bisschen genährter aus. Ist eine wunderschöne Base. So seht ihr das Ganze auch nochmal von nahem. Schön reflektierend, nicht zu warm. Ich finde ihn gar nicht zu warm. Man muss ihn einfach so ein bisschen ausblenden. Es gibt auch noch einen Lippenstift. Da hätte ich gedacht, den hätten wir vielleicht als Blush benutzen können. Das ist ebenfalls der aus dieser Summer-Reihe in der Farbe Plump and Protect. Das ist wahrscheinlich der Lippenstift, Farbe 6. Es gibt wahrscheinlich nur diese eine in der EE. Der ist sehr, sehr glossy, cremig. Ein ganz schöner, nudiger Ton. Den tragen wir gleich auf den Lippen auf. Ein Produkt, das kennt ihr schon, das gebe ich mir jetzt mal ins Gesicht, ist der Peachy Pearl Highlighter. Den gibt es, glaube ich, aktuell sogar auch noch in der Drogerie. Der hat so zwei verschiedene Ebenen. Einmal ein Bronzer, einmal ein Blush und einmal so ein Finishing-Puder, was ebenfalls sehr. Das ist ganz, ganz spannend. Das kannst du wirklich als Fixing-Puder benutzen. Diffus, das Licht hat den ähnlichen Schimmerreflex drin wie dieser Bronzer. Oder halt diesen Blush, oder du mischst es hier zusammen und hast dann so einen richtig erwachsenen Bronzy Peachy Blush Look. Also der ist nicht so doll, der ist nicht so pink. Ich bin es ehrlich gesagt so ein bisschen leid von diesen knalligen pinken Blushes. Ein bisschen über die Nase. Das ist im Moment mein Lieblingslook, ne? So dieses Overblushed unter den Augen, auf der Nase, das so aussieht, als wärst du gerade aus dem Urlaub gekommen. Ich glaube, den Highlighter habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Wir nehmen ihn jetzt aber einfach nochmal.
Der ist natürlich super schön. Der erinnert mich so ein bisschen, kennt ihr noch den Amrezy Highlighter? Nur ein bisschen heller. Damit gehe ich jetzt punktuell nur ein bisschen auf die Nase. Unter die Augenbraue. Das ist sehr viel Highlighter, aber auch nicht so ein grober Schimmer. Also du kannst den leicht aufbauen. Ich trage halt einfach kaum noch so krasse Highlighter, wenn dann eher so ein Blushlighter oder so. Aber hier, ihr seht schon, ne, der ist schon sehr reflektierend. Einmal habe ich das hier gefunden. Long Lasting Brow Tint. 20 Stunden Halt. Mikropräzision, langanhaltend natürlicher Look. Was ich ganz cool finde, ist, hier ist ein Vorher-Nachher-Bild mit unbearbeitet echtes Ergebnis. Ich dachte, es ist so ein bisschen wie so ein Maybelline Brow Tint. Ist es aber gar nicht. Sondern es ist eigentlich wie so ein Eyeliner. Und damit kannst du dir Härchen malen. Die sind so fein gewesen jetzt gerade, dass ihr es gar nicht gesehen habt. Ich gehe da jetzt einfach durch und fülle mir so ein bisschen die Augenbraue auf. Ich habe die Farbe Medium Brown. Wenn du so eine ganz leichte Bewegung machst, dann wirkt das Ergebnis auch immer sehr natürlich. Ah, hätte wahrscheinlich eine Nuance dunkler sein können. Wobei, guck mal, das trifft genau meine Haarfarbe. Deswegen sieht man es auch so schlecht in Anführungszeichen. Du siehst es. Du erkennst nicht, dass ich was anderes drauf habe. So ein bisschen wässrig, sodass du gar nicht so unbedingt das Problem hast, dass es zu viel wird. Das ist wahrscheinlich genau der Vorteil davon. Du kannst auch ein bisschen dicker aufdrücken, dann kriegst du natürlich deutlich mehr Farbe raus. Ich will aber nur so ein paar Stellen auffüllen. Ich nehme ja sonst immer, also den habe ich noch nie leer, ohne Witz, ne? Den habe ich gekauft, als er rauskam. Wo ist er? Diesen einen Augenbrauen-Styler von NYX, den Brow irgendwas, habe ich noch nie leer bekommen. Noch nie. So, und das ist jetzt auch fest. Und es hält. Gut, wir hüpfen einmal zu den Lippen, denn ich will unbedingt diesen Lippenstift nochmal auftragen. Ich habe zwei Lip Liner dafür. Einmal die Farbe Candy und einmal die Farbe Karamell. Backen gefällt mir ganz gut. Ist so ein bisschen spitz zulaufend vorne und hinten. Du drehst ihn auch auf. Ah, okay. Und dann dreht man den raus. Ja, den dreht man raus. Okay, wir haben einmal die Farbe Karamell. So ein bisschen rötlich-braun. Und wir haben die Farbe Candy. Oh, die ist ein bisschen pinkiger. Ich gehe mal mit Caramel rein. Packaging sehr gerne. Du drehst es raus und es liegt wie so ein Malerpinsel in der Hand. Schöne Farbabgabe. Der ist ein bisschen härter, also der ist nicht so super cremig, was beim Lip Liner aber eigentlich ganz gut ist, weil er dadurch nicht so schmiert und du eine sehr präzise Linie malen kannst. Trocknet auch gut runter schon. Lassen wir mal kurz durchtrocknen und jetzt kommen wir einmal zu diesem Lippenstift. Ich habe ihn schon einmal probiert, weil ich die Farbe ganz spannend fand. Das ist ja so ein richtig heller, nudiger Ton. Und der hat einen Lichtschutzfaktor von 50. Der riecht so ein bisschen, ist ganz spannend, der riecht ein bisschen nach Menthol und Vanille. Schönes Finish, ist so ein bisschen glänzend. Oh, den will ich jetzt, oh, ihr kennt mich. Ich gehe jetzt einfach nochmal hier mit. Hier rüber. Ja, der gibt halt so einen Wet Skin Look. Die Haut strahlt halt, ne? Der Lippenstift könnte ein ganz kleines Stückchen dunkler sein für den Lip Liner jetzt. Hat aber so ein. Es fühlt sich sehr weich auf den Lippen an. Ist ganz spannend. So ein ich sehe richtig gut aus heute, ne? Ja, was so ein tiefer Ausschnitt und ein schönes Make. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Ich überlege, ob ich jetzt noch so ein bisschen. Komm, jetzt sind wir schon dabei. Ich gehe jetzt mal noch ein bisschen hier in den Bronzer rein. Setze mir den an in meine Lidfalte. Weil der halt so pigmentiert ist, kann man den gut als Lidschatten benutzen. Einfach rauf. Das reicht. Nicht hier 20 Farben oder so. Boah, ich sehe aus, als wäre ich in Malle gewesen. Aber nee, das ist eher Côte d'Azur. Das ist nicht Malle, das ist Côte d'Azur. Wir haben hier noch einen Extreme Stay Kajal. Schwarzer Kajal. Ich swatch den einmal kurz. Sehr cremig. Wir lassen den mal kurz antrocknen. Und in der Zwischenzeit suche ich mir mal hier so einen Eyeliner-Pinsel aus. Oh, der ist ja schon fast trocken. Und setze mir das einfach nur hier leicht auf meinen Wimpernkranz. Ich will nur so einen ganz kleinen Wing haben. Der trocknet sehr krass runter. Nur so ein bisschen, um das Auge so ein bisschen hochzuziehen. Der ist sehr deckend. Oh, wisst ihr, was ich ja so gerne mag? Einfach auf die Wasserlinie. Der trocknet sehr gut. Malt auch sehr gut auf der Wasserlinie. Ich würde das gar nicht so dick auftragen, weil das immer so ein bisschen das Auge dann kleiner macht. Volltreffer. Volltreffer. Das ist ein absolut wunderschönes Make-up. Ich bin sehr gespannt, wie euch die Produkte gefallen haben. Schreibt mir unbedingt eure Favoriten in die Kommentare. Ganz, 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 ganz toll. Ich bin begeistert. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Bis zum nächsten Mal.